Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous stoßen Nokori und ihre Gefährten im Grillen durchflatterten Itz auf Königin Gallfrei, allerdings unter sehr ungünstigen Umständen. Und trotz aller Ungunst hat ihre Majestät leider verdammtes Glück. Grrr. Los geht's! Nokori ist ordentlich auf Krawall gebürstet hier in Itz und wird sich mal diesen Bereich näher anschauen. Da hat Wolli schon Gallfrei und Irabet erspäht oder Personen, die er dafür hält. Man weiß ja nie so genau. Und wir haben jetzt zwar diesen Schlüsselkristall gefunden und es wäre total interessant, sich den mal anzuschauen, was wohl nur in Arelu Vorleschs Labor geht. Aber jetzt abzurücken, das wäre wirklich unfair Irabet gegenüber, ne? Also, Wolli. Haben wir einen Weg? Hast du einen Weg gefunden? Überhaupt? Hier durch dieses Grillengewitter? Geht's hier runter? Da geht's runter, hm? Ja, bestimmt geht's da runter. Hier oben sind wir auch schon gewesen. Hier liegt noch Zeug rum. Was liegt denn da noch? Ah. Irgendwelche Messer. Ja, na komm. Bevor sie schlecht werden. So, da ist eine Rampe aus Trümmern. Du bist am Schleichen. Ja, ich lerne. Da oben könnte man fast wieder hinporten, ne? Kannst du da oben hin? Kannst du? Ich gucke mal. Da hätte ich auch einfach hier langlaufen können. Ja, ach, es ist alles verwirrend hier. Ja, toll. Ein Zauber verbraucht. Super. Da kommst du jetzt nicht zurück. Ja, dann gehst du jetzt hier manuell. Ja, du gehst mit den Händen richtig. So, jetzt aber hier. Oh, das ist alles instabil. Ich fürchte, ab hier gibt es Rambazamba. Da soll Nokori bitte mit dabei sein. Und alle anderen. Ha! Ach so, das war Terendelef. Kreuzfahrerstelle. Ich konnte... Oh, diese dumme Gallfrei. Die führt die Kreuzfahrer ja einfach so in den Tod. Die muss doch wissen, dass sie das nicht kann. Ah, wo ist denn Irabet? Irabet liegt hier aber nicht. Irabet war bestimmt schlau genug, sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. So, was machen wir denn jetzt? Was ist das Ding überhaupt? Das ist ein neutral böser Untoter Level 33, Terendelef. Größe gigantisch, ja. Ganz viel Immunitäten. Soll ich uns näher ranbringen? Ja, es hängt davon ab, ob von der Position aus ein Schattenfang einen Sturmangriff machen kann. Das müssen wir erstmal checken. So, Schattenfang, geht da was? Da geht was. Aha. RK66. Ist natürlich ein Wort, hm? Da kommen wir mit Schattenfang nicht durch. Da müssen wir erstmal dringend ein paar Zauber... ihr wisst schon... wegkriegen. Und dazu müssten wir... Na, Deran, stehst du überhaupt nah genug für so eine Aktion? Wahrscheinlich... Achso, du bist erstmal durch. Deran steht wahrscheinlich nicht nah genug für so etwas. Guck mal. Wenn du zaubern wollen würdest, so rein theoretisch.
Ach doch, es geht. Gerade so. Aha. Okay, gut, danke. Dann ist erstmal so sehr am dransten. Ah, es ist nervig, aber was soll man machen? So, Siel, so. Da ist Deran. Kannst du Deran? Du kannst Deran den da geben, den Glückspilz. Mach das mal. Kannst du... Wo ist ein Lan? Lan? Da. Das geht leider knapp nicht. Das ist schade. Dann gib den... Gib... Wolle geht auch nicht. Ja, dann gib es halt niemandem. Dann verschwenden wir es nicht. Dann wäre... von dir die Heilung noch interessant. Aber die kannst du auf die Entfernung auch nicht sprechen. Okay, ich verstehe. Was macht das Ding denn überhaupt? Es macht offenbar nur irgendwelche Nahkampfangriffe, aber hier gibt es auch irgendwelche Odin-Waffen. Was sind das für eine Odin-Waffe? Tja, wenn ich jetzt wüsste, welche Odin-Waffe wir abkriegen. Kauern vor Angst, das ist natürlich das nächste Problem. Aber gegen Furcht sind wir relativ gut gewappnet. Wir kriegen irgendeine Odin-Waffe ab, ich weiß aber nicht welche. Ist es selbst empfindlich gegen Feuer? Ember, hörst du das? Ja. Es ist empfindlich gegen Feuer, hat aber eine Resistenz gegen Feuer. Es ist aber komisch. Also was hier fehlt, ist Eis. Ich würde uns mal einen Eisschutz geben. So, mehr kannst du gar nicht machen. Jetzt ist Deran am dransten. Der hat hier Magiebandstufe 6. Ich hätte das gern zweimal probiert, weil das sowieso in die Hose geht. Schnellzauberstufe 6 aktivieren, bitte. Mächtiges Magiebannen Ziel auf Terendelef. Oh, guckt mal! Mantel der See, gedankenleere Pracht des Adlers, Winde der Vergeltung und göttliche Macht sind nicht mehr. Na, wie fühlt man sich so? So entblößt. Oh, Berührungs-RK 18. Das ist unser Einfallstor. Trotzdem, ich mach das nochmal hier, komm. Achso, was hast du gewürfelt? Nur mal so? Ah ja, wir haben eine 4 und eine 19 gewürfelt. Das mit Soseel war richtig, sonst mit der 4 wäre man nicht zum Ziel gekommen. Der Schwierigkeitsgrad war 31, Modifikator 23. Wir müssen also eine 8 würfeln. Das kann nochmal gelingen. Jetzt aber ohne die Geschichte mit Soseel. Aber, nee. Ach doch, das ist ja dann immer doppelt in dieser einen Runde. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, aber der Glückspilz zündet dann doppelt. Wie auch immer. Hätte aber bei beiden Würfen genügt. Schild weg, Feuerwehrschäden weg, Säurewehrschäden weg, also alles weg. Erker auf 62 runter. Rindner, das hat noch so ein Problem. Aber das ist auch so fast das Einzige. Schutz vor Feuer haben wir halt bei ihr. Die Resistenzen, ja, genau das, was Ember jetzt machen kann, ist natürlich jetzt leider noch da. Egal, das war, also Deran, das war Bombe. Absolut. Wolli. Wir sehen Berührungsangriff im Fernkampf. Oder allgemein Berührungsangriff ist das Problem. Das hier ist ein Stufe 3 Zauber. Du hast hier Schnellzauber Stufe 6 an. Das wollen wir auch so halten. Mach da mal den einen.
Macht leider nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Warum macht das so wenig? Weil nur der heilige Schaden kommt. Warum denn? Ach, du schaffst es nicht, die Zauberresistenz zu überwinden. Zauberresistenz 40, Modifikator 30. Kann man eigentlich schaffen. Wolli, das kann man eigentlich schaffen. Also eigentlich kann man das schaffen. Na, guck mal. Da geht schon ein bisschen mehr im zweiten Versuch. Hier, bum, bum, bum. Sehr gut. Also 10% sind schon mal weg. Ja, genau. Mehr als. Gut, danke, Wolli, für diesen Beitrag. Lan, du bist ungebufft. RK 62 ist natürlich ätzend. Schallschaden. Tja. Was haben wir noch so für Köcher? Wir haben eine ganze Menge. Ist da irgendeiner dabei, der uns helfen würde? Kaltes Eisen, tödliches Mahl, Scharfschützenhilfe. Das hier mit dem. Das hier könnte man mal probieren, die Scharfschützenhilfe. Ultraschallmunition. Solange sie noch den Feuerschutz hat, macht Flammenmunition keinen Sinn. Ich würde es mal mit der Ultraschallmunition probieren. Haben wir noch nie ausprobiert. Machen wir mal. So, die nimmst du. Kannst eh nur einen Schuss absetzen. Ist egal. Ja, 17 brauchst du. Gut, aber du bist auch nicht gebufft. Das kriegen wir ja noch hin. So. Jetzt. Aibu. Eine Heilung wäre toll, kommt es aber nicht hin. Dann geh wenigstens mal ein bisschen weg hier. Das muss man ein bisschen verteilen. Das kommt nämlich nicht bis ran, ja. Oder können wir... Heilen wir dich noch ein Stück. Jetzt kommst du bis ran, na dann. 61, gut. So, Galfried. Du musst... Was? Oh, da ist eine Falle. War interessant. Aber sollen wir erstmal nicht stören. Ember. Ja, Feuer ist noch so ein Problem. Aber du kommst sowieso nicht dran. Das Einzige, was du machen könntest, wäre hier das Inferno. Feuersturm. Stufe 7. Zauber maximieren. Stufe 6. Das ist unklug. Machen wir mal das an. Einfach mal gucken, was hier so passiert, ob das überhaupt geht. 60 Schaden Terendelef, ja, sehr gut. Nokori. Ich glaube, bei dem dicken und groben Klotz können wir uns einen groben Keil erlauben. Oder wir machen nochmal mächtiges Magiebannen. Da bist du aber nicht, bei weitem nicht so gut wie Deran. Haben wir irgendeinen Heilzauber? Wobei, die will ich eigentlich nicht für Gegner benutzen. Das ist unklug. Ich glaube, du kriegst einfach nur mal hier. Mal gucken, wie das so wirkt. Ja, das wirkt gut. Okay, geh du mal einen Schritt da zur Seite. Terendel ist, glaube ich, nicht dran, weil wir uns in den Kampf reingemogelt haben. Dann du gehst mal dahin. Und dann können wir erst richtig loslegen. So, Schattenfang. Die RK ist mir immer noch zu hoch. Warte mal ab.
Vielleicht können wir noch irgendwas drehen. So, Siel. Wo ist ein Lan? Der steht da. Verstehe. Okay, also. Wenn du da... Nee, andersrum. Nochmal Glückspilz auf Deran. Hauch des Guten auf... Bitte auf Lan. Nicht auf, auf keinen Fall auf Aivo. Okay, gut. Und damit ist dein Zug auch schon wieder vorbei, leider. So, Deran. Zepter an. Wir wollen nochmal ein bisschen bannen. Gerade die Rindenhaut muss weg, dringend. Ja, und schon ist sie weg. Echolot, Rindenhaut, 6er sind Standort vortäuschen. Alles weg. Erkal sinkt auf gesunde 55. Allerdings ist die Resistenz gegen Feuer immer noch da und die stört mich ganz gewaltig. Er ist gerade auf dem falschen Fuß erwischt, das ist auch schön. Aber ehrlich, dieses Feuerzeug muss weg. Aber das... Das geht nicht weg, das scheint wirklich un... Das ist unbannbar. Erstaunlich. Ja, kann man nicht bannen. Unschön, aber habe ich verstanden? Volley. Schnellzaubern Stufe 3 brauchst du. Schnellzaubern. Zaubern. So, haben wir hier Stufe 9, das ist zu viel. 6, ein paar sind auch schon verbraucht. Der Dreier wäre eigentlich genau der richtige. Die sind auch ein paar verbraucht. Geht der noch? Ja, Stufe 3, schnell zaubern. Dann die nächsten zwei Attacken hier. Alle hinterhältig, sehr gut. Und gleich nochmal. Ich glaube, sie ist ziemlich tot. Vielen Dank, Wolli. Gehe aber trotzdem zur Seite. Schattenfang. Eine 55er RK. Da geht was. Komm. Jawohl. War gar nicht dran. Oh, Irabet. Irabeth Tirabade stands relieved. Ach du meine Güte. Die Halborkin vor dir trägt eine Rüstung, die mit Iomedaes Goldschwertern verziert ist und hat sichtlich keine Kraft mehr. Ihr bleiben nur noch Minuten. Ihr Gesicht ist voller Ruß und die Lache frischen Blutes auf dem Boden um sie herum wächst stetig. Ihre braunen Augen sind trüb, aber ihre Stimme, daran gewöhnt, Befehle zu erteilen, ist nach wie vor fest. Eure Majestät, Kommandantin, Irabet Tirabade, meldet sich ab. Ja, wir können wiederbeleben. Knight Tirabade. May your road to Iomedae's throne be untroubled and swift. Ja, schade, dass die gestorben ist und nicht du, Königin Gallfrey, denn die stützt sich auf ihr Schwert und steht bewegungslos bei ihrer Bettsleiche, die sie auf dem Gewissen hat, eine von zahllosen. Lebt wohl, Ritterin Tirabade. Möge eure Reise zu Iomedae's Thron ungestört und kurz sein. You have returned, Commander. Gallfrey wirft dir einen Blick zu. Ihr seid zurückgekehrt, Kommandantin. Ach, jetzt sind wir plötzlich wieder die Kommandantin. Nachdem du alles in die Scheiße geritten hast, kriegen wir die Verantwortung zurück, ja? Toll. Ja, chaotisch. Lasst uns über die Selbstherrlichkeit einer gewissen Herrscherin sprechen, die mir meinen Rang aberkannt und mich in den Abyss geworfen hat. Of course. We can discuss my high-handedness, Commander. Königin Gallfrey sieht dich intensiv an und nickt dann müde, wie zu sich selbst. Natürlich. Sprechen wir über meine Selbstherrlichkeit, Kommandantin. Ihr sprecht mich mit dem Rang an, den ihr mir aberkannt habt. You are the commander of the Fifth Crusade. People would address you so, even if I were to sign a decree forbidding it. Some things you just cannot take away. I have tried,
and failed. One of my many failures in life. Ihr seid die Kommandantin des 5. Kreuzzugs. Die Leute würden euch auch dann so anreden, wenn ich es per Dekret verböte. Manche Dinge lassen sich einfach nicht wegnehmen. Ich habe es versucht und bin gescheitert. Eine der vielen Niederlagen in meinem Leben. Also, sie bedauert das noch nicht mal. Sie bedauert, dass sie es nicht geschafft hat, Nokuri den Rang wegzunehmen. Also, dass ihr Option 3 böse ist. Also, es ist, also... Die hat doch einen Knall, die Gallfrei. Also ganz ehrlich. Also ich muss jetzt echt, also ganz ehrlich. Nokuri ist nicht böse, aber vor ihren Augen hat diese völlig selbstüberschätzte Gallfrei gerade Irabeth Tirabade in den Tod geführt. Von den kleinen Kreuzfahrern will ich gar nicht reden. Und sagt hier Nokuri ins Gesicht, dass es ja eine Niederlage war, eine der vielen Niederlagen in ihrem Leben, dass sie es nicht geschafft hat, Nokuri den Rang der Kommandantin abzuerkennen. Also, da ist wirklich, nach allem, was wir jetzt hier zuletzt gesehen haben, da ist eine Kurzschlussreaktion bei Nokuri wirklich möglich. Deswegen werfe ich jetzt einen Würfel. Den Gallfrei-Schicksalswürfel. Ich will fair sein und mache eine 50-50-Chance draus. Also, gerade Zahl... Gallfrei wird nicht angegriffen. Ungerade Zahl, Gallfrei wird angegriffen. Und wenn Gallfrei Glück hat und nicht angegriffen wird, aber in dem dann folgenden Dialog sie nochmal Nokuri provoziert, dann würfe ich den Würfel nochmal. Ne? So, gucken wir mal. Es ist eine, also das, eine 12. Hat die ein Glück. Gerade Zahl heißt, wir greifen nicht an, habe ich gesagt. So. Ich habe viele Fragen an euch. I understand. I have been waiting to have this conversation for so long. But please, allow me to send Irabeth on her final journey first. Warum können wir die denn nicht wiederbeleben? Ich verstehe. Ich habe auf dieses Gespräch sehr lange gewartet. Aber gestattet bitte, dass ich zunächst Irabeth auf ihre letzte Reise schicke. Sollen wir zuerst gegen Deskari kämpfen? Well, he is politely waiting for us to conclude our business. I really don't think I'll be of much help to you in the battle against a demon lord. Glaube ich auch nicht. As much as I wish I were, Deskari is far stronger than me and all of my crusaders. We will fall under his scythe like grass, which is why I want to accomplish what is most important before gathering my people and leading them to safety. It is best we deal with all possible matters we have in Iz. We may have to beat a hasty retreat. Nun, er wartet höflich auf uns, damit wir unsere Angelegenheit beenden können, sagt Gallfrei mit einem Lächeln. Dann wird ihr Ausdruck wieder ernst. Ich wäre bei einem Kampf gegen einen Dämonenherrscher mit Sicherheit keine große Hilfe für euch, obwohl ich mir das wünschen würde. Deskari ist viel stärker als ich und alle meine Kreuzfahrer. Seine Sense würde uns niedermähen wie Gras. Und deshalb will ich zuerst die wichtigsten Dinge erledigen, bevor ich meine Leute sammle und in Sicherheit führe. Sicherheit führe du. Am besten, wir kümmern uns um alles, was es in Itz zu tun gibt. Danach könnte es bei einem hektischen Rückzug zu spät sein. Sie hat jetzt Nokuri nicht weiter provoziert, deswegen wir sollten gehen. And now, onward. Gallfrei finden. Oh Mann, ey. So, was heißt denn das? Naja, gut, wir nehmen hier erstmal Dinge mit. Terendelev. Perfekter Gürtel plus 6. Armel der mächtigen Fäuste plus 5. Krieg des Entrinnens und Rüstungsarmschienen plus 8. Die kleinen Kreuzfahrer, die haben nichts Erwähnenswertes dabei. Aber hier Irabeth hat natürlich ihr... Das war gar nicht ihrs, oder? Heiliges Langschwert plus 2. Na, wie auch immer. Sie ist nicht gut ausgerüstet, ganz ehrlich. Also wirklich. Das ist ein Ring des Glücks. Ja. Schwerer Schild. Wieso musst du einen schweren Schild identifizieren? Verstehe ich nicht. Ja. Das können wir alles nehmen.
Braucht da noch irgendwer so einen Gürtel von denen, die gerade da sind? Ich glaube, so einen Gürtel. Wobei, hier haben wir einen Gürtel des... Ach nee, der macht Konstitutionswürfe und Bonus von Zähigkeitswürfe und Verständnisbonus auf die AK. Ich verstehe. Hier haben wir Gürtel der Eilfertigkeit, Kompetenzbonus auf Reflexwürfe, aber plus 4 auf Geschicklichkeit. Dir könnten wir den noch geben. Wolli hat... Nee, Wolli kann den kriegen. Wo ist denn der? Gürtel des perfekten Körpers, da haben wir ihn doch. Plus 6 auf Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Wolli hat Geschicklichkeit und Konstitution. Stärke hat er nicht. Also es wäre so ein Kandidat. Du hast den ja schon, genau, den letzten hast du bekommen, weil der Kori das so wollte. Und bei dir sind die Gürtel eh anders besetzt. Ja, dann kann das im... Wobei, Land noch. Ach nee, Blutrausch. Nee, das ist, hat auch noch einen Zusatzeffekt. Und bei Ember... Ember hat auch nur den normalen ohne Stärke. Aber da Wolli eher so von ist, dann gebe ich ihm den. So. Bei dir... Kompetenz muss auf Geschicklichkeitswürfe, aber die werden ja auch besser. Geschicklichkeit, also Reflexwürfe. Plus 38. Hier, wenn ich hier den gebe, sinkt das. Aber dafür steigen Zähigkeitswürfe. Was ist jetzt besser? Reflexe ein bisschen weniger, Zähigkeit ein bisschen mehr, halte ich für sinnvoll. Ne? Alles in allem. Hier minus 3, da plus 3. So. Genau. Der Rest war jetzt nicht so wirklich relevant, denke ich, für uns. Aber auch diese Umhänge plus 4, die brauchen wir nicht mehr. Gut. So. Wir haben Gallfrei gefunden. Terendelev war kein Kampf wert. Wir mussten doch nicht mal die Heilung einsetzen. Also Deskari wartet auf uns dort unten. Aber wir sollen ja hier alles erledigen, was wir erledigen können. Und dazu gehört jetzt irgendwie auch, diesen Kristall sich mal anzugucken. Weil das ist doch total spannend, was da drin aufgezeichnet ist. Finden wir hier in Itz noch einen solchen Abspielapparat? Oh, stimmt, da war es. Abspielapparat? Wolli? Wir haben ja ein Fallenproblem. Echt üble Fallen. Entkräfter. Das ist ein eine gekrümmte Elfenklinge. Gut, damit arbeitet niemand. Das ist eine exotische Waffe. Sehr schön zu verkaufen, aber grundsätzlich nichts, was wir jetzt in der Heldengruppe benutzen können und wollen. Ja, hier geht es dann wieder runter in irgendeinen... Na, da geht es Deskari, in die Nähe von Deskari. Na, erstmal nicht. Nicht, dass ich den triggere. Ich weiß nicht, ob das der Endkampf ist. Wobei. Hatataka, ich sehe einen Schwanz hier. Eieiei. Ganz viele. Irgendwelche Fallen hier? Nee. Gut, dann kommt mal dahin. Das kriegen wir leicht aus dem Weg geräumt. Wenn wir uns nicht sehen lassen. Ich würde auch ganz gern nochmal rasten, bevor ich mit Deskari mich beschäftige, damit ich wirklich alles habe, was ich so rausballern kann. Apropos rausballern. Da fällt mir Ember ein bei dem Thema. Ember, mach mal da so ein Ding und dann sind die alle getriggert. Gab das Schaden? Freunde. Ach so. Kein Schaden, nur da hinten. Okay, alles klar.
zielunwürdig. Ein bisschen näher ran. Und dahin. So, Schatten fangen. Da hinten hin. Einmal drüber husten. Ey, die retten sich ja wie die jungen Götter. Ja, aber dagegen nicht. Borsa kommt gar nicht hin. Warum bist du eigentlich zuerst dran, hm? So ein Stück. Ich meine, wir haben ja sowieso den Blick. Den wahren Blick. Die sollte uns eigentlich nicht weiter stören. Cover me, alright? Ja, Wolli produziert sich hier. Deine Unsichtbarkeit nützt dir nichts. So. RK41, RK43, 324, 208. Dann lieber dort hinten. Einer weg. Danke, Lan. Ah, fast. Minus 30, die schwindelt. Triffst nicht. Borstel kann sich darum kümmern. Du gehst mal hier ran. Triffst nicht. Das ist ja auch ein Tank. Ne, du bist kein Tankschwein. Das ist das Tankschwein. Das Tankschwein trifft mit der 20. Schau nur. So. Säurenebel. Ist das ätzend. Erstmal du da ran. Ja. Wolli. Und weg. Gut. Bin alle da rau. Achso. Wer ist denn da noch? Ach, Ember ist umgedreht. Ansteckende Wut. Geh mal da raus. Jetzt hat sich Ember gefangen. Genau. Jetzt bitte alle raus. Aus dieser widerlichen Pampe. Oh, skip the pleasantries. Ja, Dr. Deran. Hilf uns mal. So, der Rest dabei hier können wir noch ein bisschen Heilung gebrauchen bei Ember. Ah, der Rest geht durch den Kochbonus. So, Wolli. Hier gibt es diese übliche Waffensammlung. Topf. Mit Krempel. Also hier ist kein weiterer Weg irgendwo hin. Ja, das ist so ein abgegrenzt. Hier an, um die Ecke ist was. Was ist denn das? Was können wir denn da sehen? Kamera links unter der Ecke.
hier sieht Wolle irgendwas. Beziehungsweise die Kamera. Ah, da unten. Ah, ich verstehe. Wie kommt man da hin? Ist das hier so ein... Nee, da kann man sich nicht hinporten. Das muss einen anderen Weg geben, um dahin zu kommen. Vielleicht da hinten rum. Also darum, wo die anderen stehen. Erst spät habe ich's, aber noch keinen Weg gefunden. Irgendein Gallu-Kriegstreiber verursacht immer noch Schaden bei einem Kia, wo auch immer die sind. Ah, vielleicht ja hier. Frohlichkeit! Danke. Weg. Dann gehen wir da auch mal in den Angriff über. Todraubender Blick. Bringt nichts. Bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Wir sind immun. Was? Minus eine Stufe. Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir sind immun. Moment. Moment. Ihr habt sie wohl nicht alle. Nee, das haben wir nicht. So. Minus zwei Stärke. Weiß man, wie das ist. Aber noch so ein Dicker da hinten. Egal. Drauf. Oh, der war gut. Der war auch gut. Lan. Das ist leichtes Spiel für dich. Aber einer wissen. Deran, du bist in deiner wankenden Phase. Ach, der hat nur RK31, da sparen wir uns das, die Waffen. Ember. Einer weniger. Du hast große Knochen und große Knochen können große Schmerzen verursachen. Genauso wie kleine Dolche. Oh ja. Was mischst du dich denn jetzt ein? Na Cory, du kommst an diesen Dicken gar nicht richtig hin. Was sollst du fassen? Der ist so groß und trotzdem nur so weit entfernt. Du kommst da gar nicht in die Nähe. So, Lan. Der hat RK50, der hat RK28. Reicht die Hälfte der Lebenspunkte. So dachte ich mir das nämlich. Jetzt auf zum Nalfeschnee. Heilung. Danke. Hat Ember was böse hier mit dem? Oh, geht so. Das hätte schlimmer kommen können. Wolli ist irgendwie... Wolli ist... benommen. Schade. Aber auch nicht schlimm. So, was hast du da für Immunitäten? Hm? Gift und Elektrizität im Wesentlichen. Minus 5 Stufen. Ja, läuft nicht so für dich, ha? Huh? Ja, da kannst du schreien, wie du willst. Das ist egal. Wir erlösen dich. Du kommst da gar nicht ran.
So. Und dann daneben beißen. Bumm. So. Siehst du? Auch deine Raserei hat dir nicht weitergeholfen. Schwein. Wolli, bist du da bei uns? Ja. Watch and learn. Was haben wir hier? Der Gallo-Kriegstreiber verursacht immer noch Schaden beim Kia. Das waren auch nicht die hier. Das sind aber ein paar Folikanten gewesen. Wo sind die denn? Da. Einsammeln. Beutelchen dürfen ja nicht umbringen. Was ist das hier? Das ist ein Keller. Aha. Ach, die nächsten eingebildeten Dämonen. Ach komm, der Keller ist gerade interessanter. Was finden wir denn da? Vielleicht finden wir ja ein Lesegerät für die Kristalle irgendwo. Auch hier ist alles voller Insekten. Igitt. I can do this. Maybe. Geifercheck-Alarm. Schwierigkeitsgrad war 40. In It's im Keller. Dort. It's a Geifersteck. Might be trap, might be treasure. Und eine Falle. Oh, schön. Schöner Fund. Was gefällt, Woljev? Das war eine Art Gefängnis hier. So, die Falle ist schon mal aus. Da geht's noch weiter. Schloss knacken. Natürlich. Was ist das? Überreste des Kreuzes könnten wir rasten und die Verderbnis zurückdrängen. Das sind wohl unsere Rastmöglichkeiten hier, diese Keller und Häuser. Aber ich suche ja immer noch nach einem Abspielgerät für diesen Kristall. Da sind Adamant-Golemse drin. Interessant. Wahrscheinlich greifen die uns an, obwohl sie es eigentlich nicht sollten. Wessen Werkstatt war das hier? Oder waren das die Gefängniswärter? Hier ist nichts. Ah, was ist das hier? Rostiger Schlüssel. Ein alter rostiger Schlüssel. Er wurde ganz eindeutig von den Einwohnern des alten Sarkoris geschmiedet. Lange vor der dämonischen Invasion. Was auch immer der Schlüssel soll, brauchen wir doch gar nicht. Er braucht einen Schlüssel, wenn er Wolli hat. Lass sie nicht treten, Wolli. Das ist nur ihre Bewegungsroutine. Damit die Gelenke nicht einrosten. Wir greifen die nicht an. Warum sollten wir? Can we retreat already? Ich ändere meine Meinung. In genau diesem Augenblick. Was habt ihr denn für ein Problem, Leute? Einer fällt unter Lands wuchtigen Schüssen. Die da hinten sind mit Schattenpunk beschäftigt. Golems, da kannst du nicht viel helfen. Nur aus Prinzip, damit sie auch was tut. Dahin, dahin, da kommst du nicht ran. Okay. Wow, Nokori, das war mal eine Duftmarke. Aber irgendwer sollte dir zur Seite stehen. Wolli, ganz allein, das finde ich auch nicht gut. Hinterhältig, sehr gut. Da ist Schattenfang dran, dann tankst du den. Das geht daneben mit einer 1.
Das saß. Und du kannst nicht so wahnsinnig viel machen. Ja, ist ja Magie im Boden. Relativ. Begone, Fiend! Ja, guck mal. Ach, da ist noch einer. Das wird nichts. Das wird auch nichts. Doch! Au! Noch nicht Wolli! Au, sind die bösartig. Schattenfang wehrt sich. Und Lan hilft ihm. Danke. Ja, du... Weiß auch nicht so genau, was du machst. Na, Cory. Ich hoffe, wenn ich ganz da dreimal, dann greif hier dreimal an. Ja, strike with all your might und zack, weg. Wolli revanchiert sich und der hier ist mit dem 1A-Tankschwein beschäftigt. Das heißt, er wird sich. Er hat gar keine Gelegenheit haben, sich ja irgendwie zu melden im Kampf. Ich hätte gern eine Heilung, wenn ich ehrlich sein soll. Auf meinen Lieblings-Milodon. So, das sieht Nokori gern, wenn sich deran um Schattenfang kümmert. Diesbezüglich, ich kann noch mal rühren. Ja. Fall. Null. Ach, so Siel. Sei froh, dass du Bosse dabei hast. Ja, Schattenfang kommt da gar nicht hin. Ende. Was greift ihr uns denn noch an, ihr doofen Golemse? Die waren wohl darauf trainiert, diesen einen Raum zu bewachen. Habe ich irgendwelche Sachen übersehen? Nein. So, was war denn hier so wichtig, dass man das mit einem halben Dutzend Adamant-Golems bewachen musste? Der Süßwein, das verstehe ich natürlich. Das ist ein Grund. Der Rest, naja. Auch naja. Das war ein Juweliergeschäft. Da liegen, wie ihr seht, hier die Auslage mit irgendwie Steinen. Wir haben so ein paar Juweliersachen gefunden. Also ja, bei dem Juwelierladen kann ich es nachvollziehen. Dämonengiftmischung, dieser lachende Beutel. Ja, hier ist es so. Rohmaterial des Juweliers. Halbfertige Schmuckstücke, Blutfiole, Knochenmehl und zwergischer Urgrosch, Zorn des Schöpfers. Nee, nicht das Knochenmehl, das hier. Das ist eine exotische Waffe, also nichts für uns. Verderben gegen Konstrukte. Ah ja. Der Schöpfer der Konstrukte war sich selber nicht so ganz sicher, ob die ihm nicht irgendwann mal auflauern. Deswegen war hier seine Waffe, um sich gegen sie zu wehren. Ja, hier könnten wir rasten, aber eigentlich ist das gerade nicht so ein Nokuris Ziel. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt überhaupt so einen Abspielapparat finden. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir jetzt mit Descari kämpfen, bevor wir diesen Abspielapparat gefunden haben. Wir gehen erstmal nach außen. Und damit ist die lange Episode hier im Blutsturm auch wieder vorbei. Den Wawakia, den knöpfen wir uns vor. Meine Güte, ist das wieder schlimm. Gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.